Hallo, ich wollte heute Morgen mal Quark-Schokohörnchen backen. Ja, da wollte ich euch mal mitnehmen. Die Zutaten sind 500 Gramm Magerquark, 60 Gramm Sonnenblumenöl, 100 Gramm Milch, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Backpulver, 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Schokohörtröpfchen. So, wir fangen jetzt an. Alle Zutaten, außer die Schokotröpfchen, tue ich jetzt erstmal in den Mixtopf. Mehl, da habe ich das Backpulver den Beutel schon reingetan. Die 100 Gramm Milch. Gramm Öl. Und 75 Gramm Zucker. Hier haben wir ein bisschen gekleckert mal wieder. So. Das Ganze auf der Teigknetstufe 2,5 Minuten. So. Bis gleich. So, die letzten 30 Sekunden kommen die 100 Gramm Schokotröpfchen dazu. So. So, unser Teig ist fertig. So, schaut mal. So sieht er aus. So, und ich forme jetzt 16 Schokobrötchen davon. Ich fange jetzt mal an, die zu formen und dann zeige ich es euch. So, zu solchen Kugeln forme ich die und setze die alle aufs Backblech. Und wenn ich damit fertig bin, dann zeige ich euch das. So sehen die Schokohörnchen jetzt aus, sind 16 Stück geworden. Die tue ich jetzt im Backofen 15 bis 20 Minuten auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Bis gleich, tschüss. So, jetzt habe ich sie aus dem Ofen geholt, die Schokobrötchen. Und so sehen sie aus. Ich finde, die sehen ganz gut aus. Ich werde sie jetzt nochmal auf dem Teller dekorieren und für euch ein Foto machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es ja mal nachbacken. Bis dann, tschüss.